Hallo Leute, hier sind wieder Marona MC und MacQuisto 2051. Herzlich willkommen zu Let's Play Sky Factory. Jawohl. Ja, ihr seht schon, ich stehe hier oben. MacQuisto auch. Ich habe hier nach der letzten Folge nochmal ein bisschen die Fabrikhalle ausgebaut. Das heißt, ich habe eine Wand eingezogen und ja, damit haben wir ein bisschen mehr Sicherheit, fallen nicht runter. Und jetzt machen wir noch was anderes. Ja, während du dann wahrscheinlich das Netherportal, das wir jetzt endlich mal eröffnen, machst. Jo, jo, jo. Mal gespannt, ob der Server abschmiert. habe ich hier noch ein bisschen ausgebaut. Wir haben jetzt hier zwei Männchen, die Kies sieben. Und ich habe zusätzlich eine Maschine, die mir den Kies klein klopft. Eine, die mir den Sand klein klopft. Und ein Männchen, das den Staub, der dann rauskommt, zermahlt. Und damit kriegen wir dann endlich auch so Quatsch wie Redstone, der die ganze Zeit sehr selten war, langsam mal in nutzbaren Mengen. Oh, wir haben einen Skelett zu Besuch. Autsch. Ja, Zeit unten für... auf den Bäumen stehen Monster. Ja, eben hatten wir ja diesen lustigen Creeper, den wir zugeguckt haben, dass er runterfällt. Und dann ist direkt, bevor er wegkam, ein neuer Baum. So, Genau. Ich habe hier schon das Portal. Gut, wir sehen uns dann nach dem Serverabsturz wieder. Bin ich mal gespannt. Der Server läuft noch. Oh, fuck. Was fuck? Alter, wenn du durchgehst, pass auf. Durchgeh, pass auf. Gut, dann bleib ich erstmal stehen und nehm gleich schon mal die Axt in die Hand. Also es kann sein, dass es am Server-Lag liegt. Aber ich bin im Himmel gespawnt. Kein Stein mitgenommen. Ein bisschen was hab ich. Den Verschwefelwolken, dich und das war's. Ja, mehr sehe ich auch nicht. Oder gibt es hier im Nether einfach nichts? Du hast doch schon mal Skyblock gespielt. Du hast doch schon mal Skyblock gespielt. Gibt es vielleicht einfach hier nichts im Nether? Naja, im Vanilla gibt es wirklich nichts. Aber da kannst du auch... Ja, warte. Da müssen wir hier Plattformen bauen. Ausnahmsweise mal. Und wenn du eine große Plattform hast, dann spawnen da die diversen Zombies drauf. Die Zombies bringen uns ja hier nichts. Da hinten ist eine Fortress. Da könnte man dann vielleicht Blaze Rock. Da oben steht auch irgendwas drauf. Kommt ja, das sind Skelette. Ganz normalen Mobs. Da hinten ist ein Blaze und vielleicht so ein... wie heißen diese? Wither-Skeletten. Ja, yeah, genau. Aber es gibt dann keine Netherbricks. Naja, doch, von. Ja, das stimmt, die wollten wir eigentlich. Ich könnte ja hier mal einen Wassereimer platzieren. Haha. Ja, viel Spaß. Naja, ich geh aber zurück, das ist zu leer hier. Ich geh auch zurück. Das Problem ist, wie kommen wir dann an Kobalt und so Krams? Ne, Kobalt gibt's ja gar nicht, oder? Ja, natürlich gibt's Kobalt. Stimmt. Theoretisch auch als Erz im Nether. Naja, Kobalt-Essenz. Das Kobalt-Ohr musste aus Kobalt-Essenz machen. Magical Crops. Okay. Mit denen kenne ich mich gar nicht aus, du? Nö. Ja, dann wird es Zeit für demnächst ein Mod Spotlight oder sowas. Toll. Erstmal müsste man sich da selber einarbeiten. Na super, ich habe einfach ein bisschen Netherstein gebraucht. Obwohl, immerhin, mit der Fortress gibt es dann endlich Netherbricks. Die brauchen wir auch für das ein oder andere Rezept. Obwohl, warte, reichen Netherbricks nicht, um allen Scheiß daraus herzustellen? Netherbrick. Streppen. Aha. Ganz viel Krams. Also, was auf jeden Fall ein cooler Fortschritt war, war die Baumfahren. Weil. Nimm einfach unnötig Zeit weg. Jedes Mal so einen scheiß Baum abzuernten. Ja, wir brauchen noch die Pflanzmaschine und Energie. Energie kann ich dir aber geben. Ich war ja eben dabei, noch Solarzellen zu bauen. Dann haben wir hier angefangen mit der Folge. Das mache ich mal. Ich habe halt genau seit der letzten Folge habe ich die Solarzellen geupgradet. Vier Stück werden zu einer blauen. Wir hatten glaube ich letztes Mal 5, 6 normale. Jetzt haben wir schon 6 blaue. Die machen halt 64 pro Tick. Einen Speicher habe ich gebaut, Energiespeicher hier. Aber dann lass uns, ich baue mal kurz ein bisschen was und dann können wir die Baumform umplatzieren.
Ja klar. In der Zeit mache ich hier noch ein bisschen mehr Gold. Brauche nämlich Gold für Relays. Das wollte ich jetzt nicht. Gut, dann kann ich die auch platzieren. Solar, Gedöns, hier. Dann habe ich jetzt 16 von den grauen. Das hat jede Menge Redstone und Glas und Aluminium gekostet, aber inzwischen haben wir ja ein bisschen was. Jetzt brauchen wir diese Energiezellen. Blei, Redstone-Block. Ich will ja schön bauen hier. Das ist ja trotzdem wie immer. Dann bin ich ja für die Fabrik zuständig. Glas brauchen wir hier trotzdem, verdammt. Alles braucht Glas. Wir haben kaum noch Glas, wir brauchen wieder Sand. Nein! Hiervon. Ob ich alle umgesetzt habe, weiß ich nicht. Egal. Zinnzahnrad. Wir haben kein Zinn. Ich habe, glaube ich, vergessen, Zinn herzustellen. Ungünstig. Ist nicht zufällig noch Zinn vorrätig? Ich habe gar nichts, weißt du. Nickel. Koblenz, Silber, Kupfer, Aluminium, Eisen. Ah, das Zinn. Mavia hat mich übrigens darauf hingewiesen, man könnte den Kies nochmal zerklopfen mit dem Hammer und dann Stäube rausfinden, aber der Mehrgewinn war so gering, ich hab's gelassen. So, sorry, ich hab dich unterbrochen. Irgendwas wolltest du sagen? Ich baue hier gerade mal den Netherportalraum. So ein bisschen. Ich male in der Zeit ein bisschen Zeug, dass wir was haben. Jetzt wichtiger. Wir müssen auch irgendwann mal ein munteres Säckchen öffnen spielen. Wir haben so viele Säcke. Die platzen uns aus allen Nähten. Wir wissen gar nicht mehr, wo die hin sollen. Das sind nur die wenigen Säcke, die überall sind. Hier unten haben wir inzwischen fässerweise Säcke. 2 Fässer grüne Säcke. 4 Fässer weiße Säcke. Oh, sogar hier ist Redstone, cool. Und Zucker, ja, hatte ich dir ja gesagt, dass da unten eigentlich Redstone ist und wir haben uns unnötig Stress gemacht, weil die Zombies, dass da unten sind jetzt erst 23 Redstone, das ist nicht viel. Unser Männchen hat uns 17 Stacks gesiebt und ich habe eben schon ganz viele mitgenommen, also. Wird Zeit hier, das ja alles mal mini zu automatisieren. Raus, ich würde schließlich zinnen. Man hat immer so viel vorrätig und dann doch nicht das, was man braucht. Zinnzahnrad. Das waren 4 Zinn. Machen wir gerade 4 Zahnräder, obwohl 2 reichen. Was brauchen wir noch? Ah ja, Photovoltaikzellen. Auch keine. Werden 2 Dinger, das heißt auch 6 Photovoltaikzellen, 2 kriege ich bei einem Mal raus, das sind 3. So. So, 6 Stück. Stopfe ich zusammen mit ein bisschen falsche Kiste. Lapis, den Induction Smelter und dann kriegen wir auch das muss die erweiterten Zellen. Umholen, dann muss ich mir gleich einen Carpenter Hammer machen. Mal 10 Zahnräder. Sehr schön, das haben wir. Haben wir. Ja, passt noch nicht hin. Weißt du, mit dem Hammer? Ich fertig. Nee, im Sinne von haben wir. Dass ich undeutlich genuschelt habe, tut mir das leid. Hammer. Gerade überlegen, worauf ich warte. Ah ja, hier. Photovoltaikzellen. Gibt auch einen höheren Leveln. So,
Wie macht man einen Karp denn? Das haben wir, ich glaube, da braucht man ein Eisen. Ein Eisen und einen Stock, glaube ich. Nur? Nee, das war eine Chisel. Stimmt, das war eine Chisel. Bei Carpenter Blocks sind 3 Eisen. Genau. Eisen haben wir ja dank dir genug. Ja, das muss ich erstmal noch irgendwann ein bisschen automatisieren, aber da hast du ja gesagt, das müssen wir alles nochmal umpflanzen. Das hier ist ja nur das provisorische System. Genau. Also deshalb, ich werde jetzt gleich mal drüben. Ah ja, genau, Leute. Ihr wundert euch vielleicht, weshalb da lauter Kühe auf den Plattformen sind. Wir haben keine Ahnung, wo die herkommen. Die sind einfach irgendwann da gewesen. Keine Ahnung, was die können. Das ist zum Fluid, ne? Fluid Cow. Molten Invar, keine Ahnung. Wenn wir die rechts klicken, dann läuft da irgendeine Zeit runter. Keine Ahnung, was damit passiert. Wir können sie töten, wenn sie nicht gerade runterfällt. Hallo. Nein! Die Kuh ist runtergefallen. Gute Idee. Wir kriegen dann Fleisch raus, aber was wir damit anfangen, wissen wir nicht. Also wenn ihr das wisst, dann schreibt es doch mal in die Kommentare und dann... können wir das auch allen sagen. Genau. So, jetzt haben wir noch mehr Energie hier. Hier vorne sollte jetzt auch mal genug Energie sein, auch wenn ich... Naja. Herobrine war hier. So. Steht auf dem Ofen. Du hattest noch irgendwas gesagt, dass wir noch eins höher gehen sollen. Vom Etagenlevel. Ich hätte einfach die Decke dicker gemacht, aber wie gesagt, wir hatten ja hier für unten die Kabel gedacht, dann passt das eigentlich. Dann kommen die Kabel in der Etage, die man begehen kann und kann dann immer noch unter den Kabeln durchlaufen. Ist zwar dann eng, aber es ist ja hier praktisch nur der Keller. Genau, deshalb dachte ich auch, passt das so. Ich habe ein Räumchen hier gemacht, sollte man vielleicht noch eine Tür machen, obwohl, naja, hier kommen wahrscheinlich keine Mobs raus. Im Moment nicht. Ich wollte nämlich hier jetzt eigentlich die Baumform irgendwie neu platzieren. Ja, das ist gut, dann ist Krach und Krach zusammen. Aber ich weiß gar nicht, aus was soll man die... Eigentlich können wir ja die Baumform aus Holz, einer Holzplattform bauen, oder? Machst du lieber aus Stein, wir wissen nie, wann hier irgendwann was Lust hat zu brennen. Ja, stimmt. Dann hole ich mir den hier nochmal. Aber wir müssen mal gucken. Ups. Genau. Platz mehr. Den Eisen. Doch noch ein Solarpanel übrig. Builders Wand. Aber der ist ja mit diesem, gell? Wir könnten nämlich so viel schneller bauen. Oh, Builders Wand ist hässlich. Sinn. Aber da gibt es so ganz günstige. Iron Wand. Ja. Geht das jetzt nicht? Aber wir haben kein Glas mehr. Nur noch Sand? Nee. Ihr seht, wir brauchen immer noch Ressourcen, auch wenn jetzt schon so viel auf Vorrat gehalten wird. Es ist unglaublich. Auch der Hammer hier klopft nicht genug. Oh. Ich mache mal gerade hier wieder ein bisschen Platz im Inventar. Diamanthammer. Also wie war das? Achso. Das Eisen sollte ich mitnehmen. Und dann? Glück habe ich keine. Aber was macht der? Maximal 9 Blocks. Also der ist der... Ne, da ist kein Rezept für... Ich probiere das jetzt mal aus. Haben wir nicht so Dinger 3 auf Vorrat? Was? So ein Wand. Ne, das ist was anderes. Stone Wand haben wir, glaube ich. So. Neuer Diamanthammer. Da passiert nichts. Schneller geht. Better Builders Wand. Ne, ich check das nicht. Ist ja auch gerade ein bisschen egal. Es wäre schön, weil dann könnten wir viel schneller bauen. Ich wollte hier noch einmal die Reihe verändern.
Ich glaube, wir haben ganz viele Crescent Hammer, oder? Damit kann ich, glaube ich, die Energiezelle abbauen, ohne dass hier was passiert. Weil irgendwo haben wir die denn jetzt hingepackt? Ich glaube, man kann sie auch mit der Spitzhacke abbauen, aber bin mir nicht ganz sicher. Wir brauchen auf jeden Fall noch so ein Auto-Hammer, um wieder an Gravel zu kommen. Wir haben nicht genug Gravel, das ist unfassbar. Blau, ich weiß gar nicht, wie das gezählt hat mit den Farben, ob die dann überhaupt nur annimmt oder abgibt oder. Jetzt habe ich mir letztes Mal so viel Mühe noch gegeben, hier oben extra eine Lage von dem anderen drauf zu setzen. Darf ich das wieder rückgängig machen? Hm, warum? Na, weil du ja noch eins höher willst, dann mache ich das gleich hier so, dass ich da. Dass man den unteres Stockwerk einfach 4 hoch machen. Eine TARDIS. Was für ein Teil? Eine TARDIS. Was macht das? Das ist der Hut vom Enderman. Ach so. Ist ja langweilig. Ich dachte, das wäre was langweilig. Jeder braucht eine TARDIS. TARDIS ist muy immer toll. Warum mache ich den ganzen Kram? Ah ja, weil die Sand wollte. Ja, wir haben noch Sand. So, Spitzhacke. Okay. Hier muss auch nochmal so einer hin. So. Diamanthammer. Eisen. Hier keinen Scheiß gebaut. Doch, hab ich. Nein. Nichts Neues. Egal. Das ist aber sehr praktisch, wenn man einfach hier hingehen kann. Diamanten. Fertig. Und nicht noch irgendwie ewig da rumbuddeln muss. Ja, das schon. Auf jeden Fall. Ich komm jetzt mal ein bisschen beschissen vor, aber warum? Die haben sich schon was dabei gedacht, dass man das so umständlich machen muss. Aber wenn ich jetzt überlege, ich müsste das alles von Hand machen, hätte ich keinen Bock. Überleg mal, du müsstest immer, ja okay, wir könnten im normalen Minecraft kannst du ja auch dir einfach ein Ding bauen. Eine Quarry. Ja, die können wir hier auch. Sie können nur absolut nichts abernten. Ja, die Frage ist, was ist dann abernten? Genau. Luft. Ja, ich werde auf jeden Fall bis zur nächsten Folge hier noch gucken, dass ich die zweite Decke einziehe. Damit wir dann mal anfangen können, die Fabrikeigenheiten ein bisschen umzubauen. Ja, ich werde hier dann im Maschinending noch ein bisschen rumwursteln. Ja, du nicht. Und dann können wir nämlich nächstes Mal die Farm ein bisschen umlegen. Die Baumfarm. Und noch den automatischen Pflanzer bauen. Genau. Wir werden sie dann per Solarzelle mit richtig Energie versorgen. Momentan kriegt sie halt noch zu wenig. Und dann wird man uns an die Fabrik machen. An die Sortierung können wir uns dann mal machen. Vielleicht können wir in der nächsten Folge mal in Nether gehen. Und da Netherbricks mitnehmen. Ja, brauche ich hier eigentlich auch einen Haufen für die Fabrik, damit die cool aussieht. Haben nämlich war ich mal wieder auf Minecraft City. Und bin da. Verdammt, die Fabrik ist runtergefallen. Und bin da zu Mavias Fabrik-Dimension geportet. Und da habe ich hier einen coolen Bau gesehen. Sieht wirklich so, was ist denn das? 50er, 60er Jahre Fabrikdesign. So mit ja, aber du bist nicht reingekommen, oder? Ja, doch einmal und dann bin ich rückwärts die Mauer runtergefallen. Der hat ja da irgendwelche Blood Magic Abschirmung. Genau. Du musst maybe Arr sagen, dann freut er sich. Maybe Arr. Wie der Pirat. Ja, habe ich gerade auch gedacht. Pirat. Ja, das ist ja der Ursprung. So haben wir ihn ja in Gnomoria genannt. Er möchte aber nur, dass ich seinen Gnomen so nenne, nicht ihn. Ach deswegen so. Nenne ich ihn auch ihn gerne Mavie R. Warum fällst du jetzt runter? Ich frage mich, warum der Stein runterfällt. Egal, dann fallen wir auch runter. So, F7.
Wir haben irgendwas Sprungbrett an dem Turm. Ja, ja. Da kommen Erinnerungen hoch. Ja, scheiße. Kratz, kratz, überleg. Wie, überleg? Weißt du es nicht? Ja, mehr? Nee, ja, doch, klar, natürlich. So, jetzt haben wir drei Dinger, die Käse herstellen. Zwei, vier, fünf. So, ich will hier noch kurz die Fackeln platzieren, sonst habe ich hier gleich ein Monsterproblem. Außer du gehst schlafen. Ja, das kann ich machen, ich stehe zufälligerweise neben dem Bett und es ist Nacht. Weil das war's jetzt auch schon wieder von dieser Folge Minecraft. Skyfactory. Wir sind schon wieder bei 20 Minuten. Ha? Die Zeit geht immer viel zu schnell um. Ja, ich könnte irgendwie so eine Folge 2 Stunden lang machen. Das will dann keiner am Stück gucken, aber... Ja, wir könnten ja mal einen Livestream anpeilen. Ja, genau. Bei mir erkennst du absolut null bei meiner Internetverbindung. Achso. Ja, schade. Ja, siehst du, hättest du mal gescheites Internet. Wenn es das hier gäbe, hätte ich das auch schon. Glaub's mir. Ich glaube dir. Unter DSL 50.000 würde ich nichts mehr nehmen. Dann im Idealfall noch nicht mal Kabel, sondern Telekom, dann hast du einen besseren Upload. So, also. Ich baue hier jetzt noch offline gleich weiter. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wenn wir da die neue Baumfarm hoffentlich präsentieren können. Ja. Die Frage, machen wir die auch schon ins Erdgeschoss oder kommt die aufs Dach? Ich habe da eine Idee. Lass oder ist das eine Art Terrasse da hinten? Das soll eigentlich eine Art Terrasse werden, ja. Sehr schön. Dann mache ich in der Zeit nur noch die Solarzellen fertig und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao. Mein Ciao, Gott. Leute. Und besucht auch mal Verona auf seinem Channel. Genau. Und, scheiße, kann man. Und, schaut bei mir auf. Bis dahin. Ciao. Ciao.